Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das ich euch auf einem meiner Vlogs tatsächlich auch schon angekündigt hatte. Es handelt sich um das erste Spiel seiner Art auf meinem Kanal, nämlich ein Indie-Game namens Brothers, A Tale of Two Sons. Und es ist ein Spiel, das mir vor kurzem von meinem Freund empfohlen wurde und der sagte, du musst das unbedingt spielen, denn es ist einfach ein unglaubliches Spiel. Es ist wahnsinnig emotional. Was man eigentlich auch allein jetzt schon an dieser Einführungssequenz hier sehen kann. Aber, oh, guck mal, da unten fliegt... da unten kommt ein Boot geschwommen, unten an den Felsen. Und nur um euch mal was vorwegzunehmen, ich liebe die Musik in diesem Spiel. Es ist eine unglaublich tolle Musik und ich glaube, ich würde mir den Soundtrack am liebsten irgendwo downloaden. Ja, ich will nicht wirklich viel vorwegnehmen. Ich habe das Spiel noch nicht zu Ende gespielt. Ich habe es angefangen, ich habe es ungefähr zur Hälfte gespielt, weil mein Freund darauf bestanden hat, dass ich es sofort anfange, als ich es gedownloadet habe, weil er auch unbedingt wollte, dass ich das in seiner Gegenwart spiele sozusagen, weil er sehen wollte, wie ich auf bestimmte Stellen reagiere und so. Und ja, deswegen habe ich es ungefähr zur Hälfte schon gespielt, aber ich will es jetzt dann ganz gerne auch quasi in einer Session durchspielen. Ich werde das dann so in Parts aufteilen. Ich werde jetzt aber nicht immer Hallo und Tschüss sagen. Also das finde ich dann ein bisschen nervig. Deswegen werde ich das an einem Part durchspielen und werde dann einfach immer Cuts setzen, so nach einer halben oder eventuell auch einer Dreiviertelstunde, je nachdem, wie sich die Parts halt jetzt so anbieten. Gut. Ich würde dann sagen, dann spielen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich das jetzt von vorne spiele. Ja, neues Spiel. Gut, dann noch ganz kurz eine Sache vorweg. Ich würde gerne dieses Spiel in erster Linie meinem Bruder widmen. Dieses Let's Play. Denn das, ja gut, Brothers sagt ja eigentlich schon einiges, aber das hier erinnert mich wahnsinnig an eine Geschichte, die ich damals geschrieben habe. Nennt sich Animal Fighter und Ramon bzw. Kai, wenn du das hier siehst, du wirst das mit Sicherheit wiedererkennen. Also du wirst ein bisschen was davon wiedererkennen. Und es gibt einige Parallelen tatsächlich zu meiner bzw. unserer Geschichte. Die dir wahrscheinlich auch relativ schnell auffallen werden. Und naja, okay, schau einfach zu. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Dann viel Spaß. Verlierst du alle Fortschritte im aktuellen Spiel? Ja, natürlich. Nayi! Nayi! Atta! Atta, Nayi! Atta! Ja. Also das war die erste Sequenz, da merkt man dann schon ganz extrem diese emotionale Schiene, auf der dieses Spiel aufgebaut ist. Und
Ja. Nochmal kurz zurück zu der Geschichte. Man spielt das Spiel mit dem Controller. Das wird einem auch direkt in der Steam-Bibliothek angezeigt, beziehungsweise im Shop, sobald man das Spiel kaufen möchte, wird einem angezeigt, dass man einen Controller braucht, um dieses Spiel zu spielen. Man steuert nämlich die beiden Brüder parallel. Also es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem ihr zwei Charaktere gleichzeitig steuert, aber mit einem Controller. Mit der, also LT, wie ihr hier schon seht, interagiert ihr mit dem großen Bruder und mit RT interagiert ihr mit dem kleinen Bruder. Ihr könnt die quasi wirklich auch komplett unabhängig voneinander steuern, aber dadurch, dass es halt zwei Brüder sind, müssen die schon immer so ein bisschen in der Nähe voneinander sein. Und um mal kurz auf meine Geschichte zurückzukommen, Kai, wenn du dir den kleinen Bruder angeschaut hast, dann, ohne Witz, das sind exakt die Klamotten, die Ramon anhat. Er hat sogar dieselbe Haarfarbe. Und ich dachte mir so, what? Wenn der jetzt schwarze Klamotten hätte, dann wäre das tatsächlich Ramon. Und der große Bruder, gut, er hat auch eine andere Frisur, als ich die mir bei Falk vorgestellt habe, aber holy, das sind tatsächlich auch ähnliche Klamotten. Und er ist einfach braunhaarig und er ist der größere Bruder. Und ich dachte mir so, okay, da hat mir jemand in die Gedanken geschaut. Es war ein bisschen unheimlich ganz am Anfang. Und tatsächlich, die beiden Brüder haben auch, also ich interagiere jetzt einfach mal hier, damit das Spiel ein bisschen weitergeht. So, mit dem linken Analogstick steuere ich tatsächlich auch den großen Bruder, mit dem rechten Analogstick dann den kleinen Bruder. Also es ist tatsächlich so, mit einem Controller zwei Brüder steuern, ist ein bisschen tricky manchmal. Aber nur kurz zur Erklärung, ich habe damals, ich schreibe ja sehr gerne auch selbst Geschichten. Und damals, ich glaube, die allererste Geschichte, die ich damals angefangen habe, war eine, bei der es um zwei Brüder geht, die tatsächlich auch eine relativ enge Beziehung zueinander haben und auch bei ihrem Vater leben. Also das ist jetzt tatsächlich der Vater von den beiden, den die hier auf dem Karren da vor sich hin schleppen. Aber oh, ich kann tatsächlich auch ein bisschen schneller gehen, wenn ich den Großen mithelfen lasse. Ich habe jetzt gerade nur den Kleinen ziehen lassen. Das ist tatsächlich der Vater, bei dem die beiden leben. Und die Mutter der beiden ist ja, wie ihr in der Filmsequenz gesehen habt, gestorben, was dem Kleinen ordentlich zu schaffen macht, weil er sich jetzt natürlich die Schuld dafür gibt, dass er sie eventuell einfach schlichtweg nicht retten konnte. So, hier jetzt das erste kleine Feature. Ihr könnt hier, wie gesagt, die beiden Jungens unabhängig voneinander steuern, was manchmal, wie gesagt, ein bisschen tricky ist. Und hier, also mit RT und LT interagiert ihr mit Dingen sozusagen. Wenn ich jetzt hier RT für den kleinen Bruder drücke, versucht er hier diesen Hebel umzulegen. Schafft es aber nicht, weil er nicht kräftig genug ist. Das heißt, ich brauche hierfür den großen Bruder, der das dann natürlich schafft, weil ein bisschen kräftiger und so. Okay. Gut, jetzt kann es dann natürlich weitergehen. So, und wie gesagt, die erste Geschichte habe ich dann tatsächlich. Ja, komm, halt fest, hilf mit. So. Erste Geschichte, die ich dann geschrieben habe, handelte halt von diesen zwei Brüdern. Und das ist halt eine, die wirklich auch sentimentalen Wert für mich hat. Dementsprechend hat auch dieses Spiel einen gewissen sentimentalen Wert für mich. Und dementsprechend ist es auch etwas, was ich dann mehr oder weniger meinem Bruder widmen muss. Und das hat auch natürlich andere Gründe, das werdet ihr dann im Laufe des Spiels noch erfahren. So, hier müssten wir jetzt theoretisch da oben an die Leiter rankommen. Der Kleine ist aber zu klein dafür. Der schafft das nicht. Gut, damit der da hochkommt, brauchen wir jetzt den Großen. Wie ihr gerade gesehen habt, der fängt schon an, hier Räuberleiter zu machen. Und zack. Und so arbeiten die halt die ganze Zeit über zusammen. Das finde ich unheimlich cool. Das finde ich auch richtig klasse gemacht, dass halt wirklich die beiden nur zusammen weiterkommen. So, jetzt hier. Einer auf der Seite, einer auf der Seite. Und dann fängt man an zu kurbeln. So. Dann hat man den Vater tatsächlich hier oben. Gut, jetzt, ich werde wahrscheinlich bei dem Spiel nicht wirklich sehr viel, gerade in den Zwischensequenzen, in den Filmsequenzen, werde ich nicht sehr viel reden wahrscheinlich. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass es ein sehr ruhiges Let's Play wird. Aber das, finde ich, ist man diesem Spiel dann auch schuldig. Also man sollte hier auch nicht zu viel quatschen.
habe. Mafi, Sadi, aber ja? Fida, Wade. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Sprache, die die Personen hier sprechen, ist keine Sprache, die wir verstehen. Das ist so eine Art Sims-Sprache tatsächlich. Und man erfährt aber immer, um was es geht. Also man bleibt nie wirklich im Dunkeln. Man kann sich das Ganze immer herleiten, wie jetzt zum Beispiel der Vater ist schwer krank. Und es gibt eine Möglichkeit, ihn zu retten. Das heißt aber, der größere Bruder hat jetzt hier eine Karte hinten am Gürtel. Und das bedeutet, sie müssen sich auf eine relativ lange und wahrscheinlich auch gefährliche Reise einlassen. Zu einem Ort, an dem sie dann etwas finden, das den Vater heilen kann. So kurz zusammengefasst zur Story. So, und jetzt geht das Spiel quasi los. Jetzt seid ihr hier mit den beiden Brüdern unterwegs, könnt euch hier umschauen und könnt auch immer mit gewissen Dingen auch interagieren. Es gibt dann auch gewisse Erfolge, die man quasi erzielen kann, die ich dann auch versuche tatsächlich zu erzielen. So ein paar Stück habe ich schon geschafft tatsächlich, als ich das hier das erste Mal dann versucht habe. Und hier könnten wir jetzt theoretisch weiter, aber... Oder, wenn Hadi? Dieses Arschloch lässt uns hier nicht durch. Was ich immer schön finde, ihr könnt ja mit beiden Brüdern interagieren und der Große macht immer... Der Große ist so ein bisschen der Vernünftigere von beiden. Weißt du, der fragt dann immer so, fragt ganz freundlich nach dem Weg und hilft den Leuten und ist sehr zuvorkommend. Und der Kleine? Atina! Der ist ein bisschen aufbrausender. Er ist ein bisschen aufbrausendere Natur und ziemlich frech. Also wirklich ziemlich frech. Und das kann man dann... Achtung! Das kann man hier an einigen Stellen dann auch noch sehen. Ja, da. Na, Mafi, Padi, na. Tabi, Anna. Bisayen, nai, mata. Ha? Valila? Aha. Gut. Durch. Trigger zum Interagieren. Gut. Der kleine Bruder hat natürlich Angst vorm Schwimmen, beziehungsweise kann wahrscheinlich auch gar nicht schwimmen. Natürlich auch noch ein bisschen getriggert durch die Tatsache, dass er da seine Mutter auf dem Meer verloren hat. Der Große kann aber schwimmen und der Kleine, die sind jetzt einfach so mehr oder weniger den Deal eingegangen, dass der Kleine sich dann beim Großen festhält. Zack. So. Und dann kommen die auch hier weiter. Da der Idiot da oben die ja nicht über die Brücke lässt, müssen sie halt hier dann entlang schwimmen. Wupp. Na also, geschafft. Gut. Hier kann man dann natürlich auch hoch. Wobei das Arschloch uns natürlich auch wieder nicht weiterlassen will. Du bist so ein Elender. Na. Arschloch. Und mal der Kleine? Ich finde es immer ganz lustig herauszufinden, was die beiden so für verschiedene Reaktionen auf bestimmte Dinge haben. So, hier kann man dann jetzt hochklettern. Und diese Kletterpassagen, die sehen bei mir dann immer sehr synchron aus. Einfach, weil ich das dann am besten steuern kann. Ich werde auch meistens, dadurch, dass der große Bruder mit links und der kleine mit rechts gesteuert wird, werde ich die wahrscheinlich auch immer auf diesen Seiten laufen lassen. Das ist aber dadurch auch einfach, das macht es einfacher. So, ne? Versteht ungefähr, was ich sagen will, denke ich. Vögel! Ah, ich glaube, die zwei Vögel, die spielen auch nochmal eine Rolle. Ich
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die spielen nochmal eine Rolle. So, jetzt sind wir tatsächlich endlich im Dorf angekommen. Um die Kamera zu rotieren. Ach so, ja, genau. Okay, ja, damit kann man sich halt so ein bisschen umschauen hier immer. An manchen Stellen ganz sinnig, aber... Ah, ich pflanze mich mal hier hin. Dann kann man dann die schöne Aussicht bewundern. Da oben sitzt einer auf dem Dach. Voll gut. Es gibt während des Spiels mehrere Bänke, wo man sich dann einfach auch mal so hinsetzen kann. Und ein bisschen die Aussicht bewundern kann. Eigentlich müsste ich, glaube ich, auch den Typen hier aufwecken. Nein, die setzen sich aber hier tatsächlich einfach mal hin. Genau, an diesen Bänken kann man sich hinsetzen. A, sieht man dann eine wahnsinnig geniale Aussicht und B, ist es auch so eine Art Speicherpunkt. Ups. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Ich glaube schon. Naja, kann ich nicht ändern. So. Kann ich auch noch was mehr kaputt machen? Ah! Der macht einfach nur die Vogelscheuche, ne? Aber während ich... Ja, okay. Ich habe eigentlich überlegt, ob es möglich wäre, dass ich den Vogel quasi zu dem Kleinen rüberlocke hier. Aber während ich mit dem Kleinen interagiere, kann ich das nicht gleichzeitig mit dem Großen, denn der Große macht Folgendes. Der pfeift den Vogel da weg, mehr oder weniger. So, jetzt ist er da irgendwo hochgeflogen, jetzt weiß ich nur leider nicht wohin. Na gut, okay, gehen wir erstmal weiter. Es gibt auch einen Erfolg, der irgendwas mit Turteltäubchen zu tun hat. Also ich nehme an, ich muss die beiden Vögel dann auch wieder zusammenbringen in irgendeiner Form. Ich habe nur keine Ahnung wie. So. Ah, schön vorsichtig. Ach, da unten ist das. Ich sehe es ja schon wieder. Yeah. Oh. Zack. Hm. Irgendwie mag ich den nicht. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mag ihn nicht. So, hier gibt es dann jetzt auch Stellen. Ja, da ist der Große zum Beispiel nicht ganz so hilfreich, denn der kommt da nicht durch. Der ist zu dick. Da kommt nur der Kleine durch. So. Und der kann jetzt hier dann den Hut befreien. Das ist ein ganz winziger Hund, aber der Typ hat offensichtlich ziemlich einen Schiss vor dem. Jetzt wollte ich mal eben gucken. Ob ich hier eventuell... Nee, okay. Wollte schauen, ob ich eventuell noch mit irgendwas anderem interagieren kann, beziehungsweise mit dem Hund, der da drin ist, noch irgendwas tun kann, aber anscheinend nicht. Oh, es ruckelt ein bisschen, tut mir leid. Ich habe die Quali möglichst hochgestellt, weil das Spiel, das lohnt es sich einfach nur in schöner Qualität zu... Da freuen sie sich jetzt natürlich. Ich finde die Sprache irgendwie ganz witzig. Was haben wir dann hier? Hm. Der pennt. Aber ich glaube, ich muss den dann... Hm. Nein, scheint so, als könnte ich hier nichts tun. Ich kann hier leider auch nicht durch. Ich dachte, das wäre vielleicht wieder eine Bank, auf die ich mich draufsetzen könnte, eventuell. Ah, hier komme ich noch gar nicht weiter. Okay, dann muss ich in die andere Richtung. An den Brunnen finde ich das übrigens auch ganz witzig, kann ich euch gleich mal zeigen. Da kommt nämlich noch ein anderer Brunnen. Da können die auch mit interagieren. Moment mal. Da! Okay. Wer oder was? Irgendwer klopft hier? Das finde ich auch ganz niedlich. Das ist ja eine kleine Katze. Und wenn man den großen Bruder jetzt damit interagieren lässt, will der die hochnehmen? Allerdings, entweder mag die Katze ihn nicht oder er kann nicht so gut mit Tieren, ich weiß es nicht. Wenn man den Kleinen jetzt allerdings interagieren lässt, dann knuddeln die. Das finde ich so süß.
Das ist mega niedlich. Also das ist so ein kleiner Wink dahingehend, dass der kleine Bruder wahrscheinlich ein bisschen besser mit Tieren kann als der große. Ich weiß nicht, irgendwie... Ah, hier unten zum Beispiel. Da haben wir eine von diesen Bänken, die man sich jetzt dann auch zu zweit draufsetzen kann. Und dann kann man hier dann nochmal die schöne Aussicht genießen. Ich gehe stark davon aus, dass ich im Prinzip jede Bank in diesem Spiel einmal wenigstens benutzt haben muss, damit ich eins von den Achievements bekomme. Das ist, glaube ich, leg eine Pause ein oder so ähnlich. Ach genau, hier geht es dann gleich weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch irgendwas machen kann, beziehungsweise machen muss. Ich weiß nur leider nicht was. Ach, kann ich hier runter? Das müsste doch... Was los? Ja. Müsste ja theoretisch noch irgendeinen anderen Weg gehen können. Aber welchen? Kann ich hier runter? Runter? Von da unten kam ich, ne? Ja, genau, das ist der Hundekäfig. Nee, ich komme hier nicht weiter. Wartet, kann ich hier hoch? Nein. Ich komme hier irgendwie nicht weiter, leider. Leider kann der da unten die Tür nicht aufmachen. Also ich bin mir sicher, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Eigentlich. Oder es ist einfach ein Weg, den ich jetzt noch nicht gehen kann. Aber es gibt auch kein Backtracking. Das heißt, es gibt immer nur einen Weg, den man gehen muss. Und, ups, ja, merkt ihr schon? Ich habe gerade so ein bisschen Probleme hier, die beiden in die richtige Richtung zu steuern die ganze Zeit. Achso, ja, sorry. Da. Okay, hier ist offensichtlich auch nichts, was ich tun kann. Der Bruder zeigt zwar in die Richtung, aber offensichtlich... Gut, es geht jetzt auf jeden Fall hier weiter. Da muss ich jetzt nur den... Ups, den Kerl hier aufwecken. Damit der uns die Brücke runterlässt. Hey, Emma. Wie, ach. Ja, nee, nix da. Hier, komm. Aufstehen. Also wie schon erwähnt, der Kleine ist verdammt frech. Aber, ich meine, im Prinzip, jetzt bist du ja schon mal wach, jetzt kannst du uns auch die Brücke runterlassen. Na also. Siehst du, manchmal muss man eben noch ein bisschen gemein sein, um weiterzukommen. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie lange ich für das Spiel insgesamt brauche. Es ist ein sehr kurzes Spiel, das heißt, ich werde es wahrscheinlich in 2-3 Stunden durchhaben. Ach, das ist eine alte Frau. Hier kann ich euch jetzt mal kurz zeigen, was die beiden so an dem Brunnen machen. Der guckt einfach nur reden. Na, passiert nicht mehr viel. Und der Kleine macht sich einen Spaß. Mal eben. Ich kann, glaube ich, hier hoch. Macht mir hier jemand auf? Anscheinend nicht. Ich komme mal eben mit dem Großen hinterher. Ich weiß nicht. Also, man kann hier zwar hoch, aber ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwas tun kann. Im Prinzip kann man hier an jedes Haus klopfen, aber ich weiß nicht, ob es irgendeinen Sinn hat. Außer, dass man die gesamte Nachbarschaft aufweckt. Hey, du. Liana? Ach, der hilft dir beim Fegen. Ist ja süß. Und du? Naja, helfen ist das nicht wirklich, aber er hat mal wieder seinen Spaß. Auf wieder! Huch! Oh, das ist ein... Ups.
Oh, kann ich hier auch irgendwas tun? Ach, der, okay. Hätte ich den mal zuerst da dran gelassen, hätte ich auch gecheckt, was das ist. So, mit der alten Frau hier kann man auch noch was tun. Das finde ich auch ganz süß. Ma, wen hat die? Die Richtung, alles klar. So, und der Kleine, der ja keine Karte hat, was macht der? Hui! Naja, zumindest lacht sie darüber. Haha, mein Ball. Haha, sehr gut. Nee, meiner. Ups. Oh, der Kleine trifft nicht. Kann der Grusche das wohl besser? Ich glaube, ich kann damit auch ein Achievement gewinnen. Aber das ist ein ziemliches Arschloch-Achievement im Endeffekt. Weil ich muss den Ball in den Brunnen werfen. Okay, wartet mal ganz kurz. Jetzt mache ich das einfach mal hier mit euch. Ich wusste das nämlich nicht, das hat mir mein Freund, glaube ich, gesagt. Ups. Kann er das? Geht das? Ja. Ja, Errungenschaft. Wunschbrunnen. Jetzt kann ich mit der nicht mehr interagieren, ne? Ne. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen fies, aber das ist halt für die Achievements, Leute. Für die Achievements. Was haben wir hier? Ach, hier kann ich wieder hoch, ne? Eichhörnchen! Also eigentlich könnte man diese zwei Vögel da irgendwie noch zusammenbringen, aber ich weiß leider nicht, wie das geht. Was haben wir denn hier? Hi, du. Oma? Da, da, ja, ja. Ah. Wir haben schon wieder einer, der uns nicht helfen will. Das heißt, wir müssen wieder den Kleinen vorschicken und... Was macht der? Oh mein Gott. Ach, nee, er lässt uns immer noch nicht. Na gut. Dann gucken wir erstmal. Wer hier? Ups. Irgendwo ging es doch hier weiter. Hier geht's auch noch runter. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Nee, da geht's links. Okay. Jetzt muss ich mal eben die Kamera ein bisschen ändern hier. Weil sonst... Kann ich mit der Steuerung wieder nicht klar. Das ist immer so ein bisschen tricky. So, hier sind ja auch die Stangen dran, wo die beiden dran interagieren können. Heißt, wird einem schon so ein bisschen vorgesagt, wo man jetzt her muss und wo nicht. So, jetzt sind wir hier schon mal weiter. Könnten einmal hier runtergehen. Okay. Hier war es erstmal so. Na. Okay, der Große scheint dezent unmusikalisch zu sein. Das passt jetzt nicht so ganz an meine Story rein, denn da waren beide relativ musikalisch. Oh, der Kleine kann das besser. Voll süß. Ach, ich mag die zwei. Will ich mal überlegen, ich könnte theoretisch hier links. Oh Gott, diese Steuerung. Ich könnte theoretisch hier links oder ich gehe einfach über die Brücke. Hallo. Ich gucke gleich mal, ob es auf der Brücke noch irgendwas zu tun gäbe. Theoretisch. Nee. Also es wäre einfach nur ein Übergang gewesen, den ich aber auch da unten hätte nehmen können. Mahlzeit. Ups, Facebook. Ja, du Witzbold. Und ich glaube, der Große fragt jetzt einfach nur wieder nach dem Weg. Mahlzeit. Oder wen hat die? Ach, war mir schon fast klar, dass der uns nichts sagen kann.
Boah, ich habe aber Hunger. Ich glaube, ich muss gleich mal ein kleines Päuschen dann doch nochmal machen, um was zu essen. Nee, kann ich nicht, ja. Ah, hier wird's lustig. Ich fand das auch immer ganz interessant, herauszufinden, was ich tun muss. Hier zum Beispiel muss man den Hund immer ablenken, damit die Brüder so nach und nach auf die andere Seite kommen. Zum Beispiel jetzt lenkt der Kleine den mehr oder weniger ab, dann kann der Große hier rüber rennen, ohne dass er von dem in den Hintern gebissen wird. So. Während er von dem Großen abgelenkt ist, kann der Kleine rüber rennen. Mit den Aktionstasten kann man den Hund ablenken, sodass die dann so, wie gesagt, nach und nach darüber können. Oh, oh, oh! Oh, das war knapp. Kann ich zu den Hühnern? Ich würde voll gern zu den Hühnern. Oh Gott. Nein! Geh da hoch! Holy shit! Boah, das war knapp. So, ich lasse den einfach mal weiter ablenken. Schön. Oh, ah, nein, nein, geh da hoch, geh da hoch. Oh mein Gott. Oh, hab ich Schiss. Los, schnell, beeil dich. Irgendwie verarscht man den Hund ja doch so ein bisschen, ne? Hey, hier, rüber. So, jetzt kann der eigentlich auch theoretisch direkt weiterrennen. So, jetzt lenkt der den Hund ab. Kommst du, kommst du, kommst du. Genau, jetzt kommst du mal hier rüber. Komm, komm, komm. So, dann kommt der nämlich hier rüber. So, jetzt haben wir es geschafft. Tada! Tschüss, Hund. So, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da wieder irgendein Schief mit hätte kriegen können. Aber sah jetzt eher nicht so aus. So, hier können wir wieder hoch. Klettern. Upsi. Müssen wir auf den Kleinen warten hier? So. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die beiden heißen. Ich glaube fast, der Kleine könnte Nahi heißen. Ja. Aber der Große, da weiß ich jetzt noch nicht genau. Den Namen habe ich noch nicht raus. Könnte man auch hier unten hin? Kann man da irgendwas tun? Oh, Fische. Hallo, Fische. Ansonsten, ja, ich konnte hier Fische finden. Toll. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Hier kann ich nicht weiter. Nee. Gut, dann gehen wir doch über die Felsen. Oh. So, ich guck mal, sobald ich die Gegend hier von dem Dorf verlassen habe und an die nächste große Stelle komme, werde ich wahrscheinlich mal ein Päuschen machen und ein bisschen was essen. So, hier kommen wir wieder an eine der berühmten Stellen. Zack! Die ich so schön finde. Die beiden sich hier dann immer gegenseitig helfen müssen. Zack! Das kommt aber noch ganz oft, auch durch andere Dinge. Helfen die sich immer wieder dann gegenseitig. So, hier wieder die... Ups! Nein! Nein, geh doch nicht runter! Warte! Oh, jetzt geht er hoch, komm. Danke. Das war jetzt ein bisschen voreilig. So. So. So, das sieht immer sehr synchron aus bei mir. Ich glaube, ich muss den... Kann ich den Vogel freilassen?